Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben zwei Einwohnerinnen haben wir bekommen. Ich habe jetzt gerade noch wieder ein bisschen Leder aufgenommen. Das wollte ich jetzt nochmal schnell hier bis auf ein Leder einlagern. Ich weiß nicht, ob ich die 45 Leder habe ich da schon drin, okay. Da könnten wir auch mal was draus machen. 12 Leder habe ich jetzt hier. Oh Gott. 10 da rein. 2 Leder lasse ich mir mal. Stöcker lasse ich mir auch ein paar. Steine habe ich 16 Stück noch. Die kann ich ja nicht auch weglegen. Das ist so unnötiges Gewicht. Oder ich werde... ich werde damit anfangen. Ich werde jetzt hier sozusagen in den Modus gehen. Geht aufrüsten. Warte, da könnte ich ja Lehmbewurf machen, ne? Da bräuchte ich 8 Lehmbewurf. Rollig Ressource. Ist das besser, wenn ich da Lehmbewurf dran mache? Oder ist das besser, wenn ich die jetzt zum Steinhaus sozusagen umfunktioniere? Aber ich wollte das mit dem Lehmbewurf mal testen, ne? Da brauche ich Stroh und Dings zu. Das heißt, ich brauche meine Schaufel und leere Taschen. Ich brauche meine Schaufel und leere Taschen. Das heißt, ich gehe erstmal hier hin. So, Truhe öffnen. So, jetzt kann ich erstmal rauspacken, was ich nicht brauche. Ich brauche erstmal die hölzernen Speere nicht. Dafür habe ich ja jetzt den Bogen dabei. Gewichtstechnisch macht sich das besser. Die einfache Tasche brauche ich nicht. Den hölzernen Hammer, den nehmen wir mit. Den nehmen wir noch mit. Steinaxt, obwohl. Gewicht. Steinaxt. Brauche ich nicht. So. Trinkschlauch. Ist nicht so schwer. Den brauche ich auch nicht. So. Leder nehmen wir dann auch weg. So, die Steine legen wir natürlich raus. Ups, aber kann ich hier noch reinlegen. Ah, die passen hier noch rein. Stock. Nehmen wir mal noch ein paar mit. Federn nochmal hier 17 Stück. Federn drin habe. Ich muss das damit durchsortieren wieder. So. Und das Fleisch bringen wir erstmal in die Nahrungsmittelkiste. Nochmal schnell. Ach, habe ich die Schippe jetzt mit ihnen? Einmal die Schaufel her. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Steinschaufel schon machen kann. Kann ich eine Steinschaufel machen? Ein Werkzeug. So eine Eisenschaufel nachher wahrscheinlich. So, Nahrungsmittel. Warum hier? So. Nahrungsmittel ist hier drin. Da liegen schon 12 mal Fleisch drin. Also die bringt uns Fleisch. Die bringt uns Fleisch. Weil so viel Fleisch, wie wir hier drin haben, das ist schon... passt schon. Ist okay. So. Nahrungsmittel, Nährwert haben wir hier mehr als genug. Also da können sie immer sich mal bedienen bei... Da müssen wir nur gucken, dass das dann hier irgendwann mal richtig voll wird und noch ein bisschen mehr gibt. Egal, so. Ich kann mir jetzt ja auch nochmal, wie viel habe ich jetzt gerade? Ich denke ich mal, ich kann so ein Süppchen, kann ich noch nehmen hier. Das kann ich mir jetzt, glaube ich, gerade noch mal reinwerfen. Jo. So, und dann gehen wir los und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Ton holen und dann machen wir ein bisschen Lehmbewurf. Da bin ich hier. Hä? Ich ziehe die Stöcker hier so hin wie so ein Hasengrill? Nee, ne? Macht sie nicht. Wie ist denn das eigentlich, wenn sie jetzt Bäume abfällt? Kommen da noch Federn bei rum? Kann ich nicht, ne? Den rennt schon wieder eine Sau rum. Ich lass die Sau da mal laufen. Wir gehen jetzt zum Ton. Ich gehe jetzt mal ein bisschen wieder Schaufel schaufeln. Mal gucken, wie sieht es aus mit meiner Temperatur. 23 Grad, das geht schon wieder. So, hier irgendwo war nämlich Ton mittendrin, ne? In die Tonfelder. Doch, da vorne sind sie. Da vorne müssten sie sein, ne? Gibt doch irgendwo Kalkstein, habe ich. Also ich muss nochmal die Map angucken. Ne? Der Ton? Ja, hier ist eine Schaufel nötig. Dann legen wir uns mal die Schaufel auf die Mai von mir aus. Ah ja. 4 Ton, okay. Wie lange braucht das, dass das Ton wieder da ist? Hand. Könnte ja auch in der Sisyphus-Arbeit enden. 3 Ton, 4 Ton. Mal gucken, ob das sich hier wieder schnell wieder regeneriert.
Ich kann jetzt einfach tief buddeln hier, wo du bist. Fünfton. Zweiton und Zweiton. Hoher und tiefer Ton, ne? So. Und drüben ist wieder Tonvorkommen. Reicht das jetzt? Ist es wirklich so, dass ich jetzt immer im Kreis laufe hier? Naja, ist ja nicht mal so schlimm. Wenn ich da durch Materialien kriege, ist das, stört mich das nicht. Weil dann kann ich die ihr Haus, nämlich da, wo die Mädels drin wohnen, das zwei Mädelhaus, da kann ich dann nämlich eigentlich schon dann. Erdmann, hallo? Das ist ein Hase. Hallo, Hase. Damit der Schippe auch erschlagen kann. Natürlich machen wir sowas nicht. So. Wie viel Ton habe ich denn jetzt? 25 mal Ton habe ich. Wiegt 12 Kilo. Irgendwo Ton noch wieder entstanden oder nicht? Hier ist Ton. Nämlich nur mal Ton. Nicht gesehen, wie viel ich habe. Weil wenn ich nämlich dann ihr Haus dadurch aufwerten kann, wenn ich dann nämlich Ton Lehmbewurf an die Wand ranklatsche und sie sich dadurch wohler fühlen bei mir, oder dass vielleicht besser Wärme gedämmt ist im Winter, oder der Brennstoffverbrauch dadurch geringer ist, also der Brennholzverbrauch. Das kann ja alles sein, ne? Das weißt du ja nicht. Aber ich glaube, dieses. Dann muss ich jetzt bis zur nächsten Jahreszeit warten, oder? Ich weiß keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wann denn wieder Ton entsteht. Na gut, es wird ja eh dunkel. Nehmen wir mal die Fackel an. Und dann wandern wir hier durch den Wald in Richtung unseres Dorfes. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob denn da neues Rundholz entstanden ist. Weil wenn er jetzt. Also ich werde jetzt erstmal ihre Hütte werde ich mit Lehmbewurf beschmeißen. Also den werde ich jetzt machen noch. Und dann wenn wir Lehmbewurf hinfeuern, dran feuern, dann muss ich die irgendwann zur Sammlerin muss ich denn. Also ich glaube die Jägerin muss ich zur Sammlerin machen, ne? Die wird dann mir Bären sammeln oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer mir sammelt. So. Hier, na doch. Sieht schon aus, als wenn hier so der eine oder andere Baum fehlt, oder? Kann das sein? Die markieren sollen. Hier mit Rüstchen ist nichts drin. Das ist schon windig, ne? Hört sich jetzt wenig an. So. Jede Truhe ist. Oh ja, zwei Rundholzen drin. Eines ist dazugekommen. Kann das sein, dass eins dazugekommen ist? Rundholz haben wir noch 17 mal. Passt schon mal. Aber jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Stroh. Ein paar Stöcker sind auch dazu gekommen. Ich brauche mal ein bisschen Stroh. Ich weiß nicht, wie viel Stroh ich dafür brauche. Aber ich nehme den ganzen Stroh mit hier. So. Ja, ein bisschen Stroh im Kopf. So, dann mal ein bisschen Lehmbewurf. Das konnte ich hier in der Scheune machen, ne? So, hier kann ich craften. Lehmbewurf. Hm? Technologie-Schema immer noch nicht freigeschaltet. Moment. Technologie. Jawohl. Wollt schuppen? Mhm. Einfaches Haus. Mhm. Lattenzaun? Nee, da nicht. Hier? Lebensmittellager? Barm? Fingerstall? Mhm. Hier Futter? Gänsehaus? Da muss ich hinkommen. Dann kann ich das Lehmbewurf machen. Na toll. Da kann ich ein bisschen. Was ist hier noch? Ich muss ein bisschen hin. So, ne? Dann kann er ja erstmal da 34 mal Ton hier drin. Länge. Meine Herren, da muss ich aber noch ordentlich. Landwirtschaftliche Sachen machen. Na gut, okay. Dann ist ja mal gut, was ich hier die Felder selber machen will. Das hat mich jetzt ein wenig überrascht, muss ich sagen. Eieiei. Ei, ei. Gut. Gut. Ja. Na gut. Dann ist das halt so. So, Stroh habe ich jetzt auch da drin abgelagert. Das heißt, zum nächsten Mal werde ich mir irgendwo anders Stroh besorgen. Fällt mir jetzt noch was ein, was ich unbedingt machen wollte. Ah, ich wollte hier mal gucken, ob ich hier eine andere Schaufel machen kann. Genau. Werkzeuge. Okay.
können bei den Schematas ja nochmal gucken hier. Moment. Technologien. Gibt's denn da beim Crafting? Werkstatt. Okay, hier, da gibt's dann Tasche. Leingewebe, einfacher Leindingsbums, Schuhe, sowieso. Weiß man nicht. Besteht ja nicht dabei, was ich denn nachher dafür brauche, ne? Oh ne, das kann ich mir da angucken. In der Schmiede gibt es die eiserne Axt, Spitzhacke, Sense, Rauchermaus, Eisen. Mhm. Okay, in der Näherei hier gibt es dann den Wolfhahn, einfache Tunika, den Schlauch. Verbundener Schlauch, was ist eine Hose, ne? Naja, gut, Kappe, Fellstiefel, Stiefel, Pelzkapuze, dann könnt ihr das auch selber machen hier, ist auch nicht schlecht. Eine Taverne, da müssen wir den hin, dass wir Fladenbrot kriegen können und so weiter. Brauchen wir noch Crafting-Punkte, okay. So, wo waren das jetzt hier? Im Gänsehaus oder so, ne? Oder kann ich das einfach kaufen? Nicht genügend Technologie. Okay, ich habe jetzt bei der Landwirtschaft 50,6 Punkte. Da brauche ich noch Ewigkeiten hin. Hühnerstall. Naja, ein Hühnerstall ist auch nicht schlecht. Na gut. So, alles klar. Also muss ich ja noch ein bisschen mehr in der Landwirtschaft um mich jetzt betätigen und beschäftigen. Mehr Felder anlegen. Ich glaube, dann müsste ich doch noch mal ein paar mehr Samen holen, als wir die ich habe. Was habe ich jetzt immer? 6, ne? Von jedem. Hier nochmal ganz kurz gucken, aber ich glaube 6 von jedem habe ich. Ja. Wo kann ich Landwirtschaft? Ich könnte das jetzt hier noch. Nee. Nein, das bringt es aber auch nicht, wenn ich das jetzt hier weiterbringe. Das ist auch Crafting. Ich würde natürlich ein riesengroßes Weizenfeld anlegen. Das könnte ich machen, ne? Könnt ihr so ein Weizenfeld könnt ihr anlegen, was ich im Frühjahr denn mit Weizenkorn versehe. Ich glaube, das kann ich im Frühjahr sehen, ne? Frühling gesehen und Herbst geerntet. Okay. Könnte man machen. Da levelt man auf jeden Fall gut Landwirtschaft dann, ne? Brauche ich aber auch den nötigen Fertilizer. Das heißt, dann müsste ich mir erstmal noch ein bisschen Fertilizer besorgen. Hm. Na gut, okay. Da brauchen wir Fertilizer. Also gehen wir das nächste Mal in... ich weiß noch nicht, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier nochmal gucken. Irgendwie schafft die mir nicht genügend Holz ran, ne? Also die verbrauchen das Holz schneller als 7, wie es produziert. 7, wie es bringt. Oder? 23, ja. Also, wir kriegen nicht so schnell das Holz ran, aber gut, naja, müssen wir mal gucken. Okay, das ist ja nicht mehr, das ist 19, okay. Crafting, ein Holz. Achso. Das ist auch egal. Kommen wir noch nicht drum herum. Ich dachte jetzt eigentlich, wenn ich die da als Holzfällerin einstelle, dass wir dann ordentlich Holz haben, aber... aber vielleicht ist das wirklich hier der Verbrauch noch. Von dem Haus. Mein Gott. Nebenberuf können wir erstmal noch nicht machen. Das geht nicht, das geht nicht. Ah. Wieder so viele Sachen, die einfach nicht gehen, ne? Hier liegt noch viel mehr Dünger drin. Die muss ich noch zur Fertilizer verarbeiten. Noch die Leinsamen drin, die kann ich auch noch rübernehmen mit. So, dann haben wir die 17 Federn drin, die kann ich auf jeden Fall noch... Ah, hier ist noch ein bisschen Wegericht drin. Hier ist sogar noch eine einfache Fackel drin mit 4%, okay. Hier haben wir die Stahlachs noch mit drüber. Fackel wieder aus. So, dann legen wir uns mal die Stahlachs wieder auf die 1. Dann werde ich da jetzt einfach ein bisschen. Warum stecken die nicht? Ach, na. Dann werde ich die jetzt. Da werde ich jetzt noch mit der. Die Axt jetzt nochmal dazu benutzen, dann noch einen Baum zu fällen hier. Einen so ein Ahorn hier aus dem Leben hauchen hier.
Dann muss ich wahrscheinlich doch noch wieder die Holzsachen für mich selber sammeln. Die ich zum Bauen haben will. Hätte ich jetzt alles ein bisschen nicht so... nicht so gut. Dass es nicht so lange hält, wie es eigentlich, wie es gerne hätte. Muss ich ehrlich sagen. Und dass die nicht so viel Holz herstellt, wie es gerne hätte, aber okay. Ah. Dreimal. Das ist nicht so gut. Gefällt mir nicht. Nicht genügend Brennholz dann dabei rum. Brennholz da nochmal reinlegen, zack. So. Management sagt jetzt, 41 mal Holz reicht für 20 Stunden. Aber ich musste wieder 4 Holz selber holen. Gut, dann werden wir da noch ein bisschen Holz reinlegen. Und dann werde ich ein bisschen Holz holen und dann muss ich mal gucken, wenn ich denn... dann werde ich jetzt ein großes Haus mit Holzwänden versehen. Wir gehen erstmal da hinten rüber, holen nochmal Dünger. Gucken, ob wir da noch jemanden... nee, rekrutieren. Ich traue mich noch nicht, noch jemanden hierher zu holen. Dafür ist mir der Verbrauch am Holz zu groß. Vielleicht ist der Verbrauch von Holz ja im Winter nur so hoch. Vielleicht ist das im Sommer dann ein bisschen weniger, aber... bleibt zu hoffen, ne? Bleibt wahrlich zu hoffen. So, ist jetzt noch drin da? Noch im Schlafen? 36 Mal ist noch drin, okay. Steinachs sind auch noch 3 hier drin, dann nehme ich jetzt mal eine raus. So. Dann werde ich die Samen, den Dünger, das noch verarbeiten. Das hätte ich nicht gestern noch machen können. Naja, gut, egal. Winter ist ja bald vorbei. So. Wie viel Fleisch haben wir jetzt in der Jägerhütte drin? Oder hier in der, warte mal, in der Nahrungsblüte. Da muss der Fleisch drin lagern jetzt, oder? 22 ist nicht viel mehr geworden. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Jägerin oder so, ob die mir was bringt oder nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Kann ich irgendwo sehen, was die produziert haben oder so? Eine Produktionsstatistik haben? Ein Arbeiter, kein Arbeiter. Ressourcen. Survival. Hm. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Gebäude repariere. Naja, gut. Nicht mit dem Hammer daneben stehen und reparieren klicken, aber. Hm. Da weiß ich immer nicht, dass ich immer keine Ressourcen, die es dann braucht. Also, so richtig überzeugt bin ich noch nicht, muss ich sagen, aber gut. Den hier erstmal reinschmeißen. So, dann kann ich hier die Leinsamen auch noch reinwerfen. So. Okay, dann werde ich mir jetzt noch Fertilizer besorgen, damit ich Dünger dann habe. Momentchen bitte. Ich könnte ja auch mal. Das ist nicht gleich. Panika war Panika. Die sich mal voneinander abgespalten haben. Warum gibt es die Questen einzelne? Ich glaube, hier oben war die Schmiede drin, ne? Wo man denn den Dings kriegen könnte. Ah, da muss ich ja ziemlich weit laufen. Wenn ich Pferde? Ich weiß. So, wir gehen erstmal in die Nachbarstadt wieder, auf der Höhe dort, gehen wir doch mal hier oben hoch. Und werden dort erstmal... Popo, wie ist denn das mit den Quests hier? Dichte von Unigos, Wart auf Ereignisse, großes Bogenhammer, Dir, 1 von 10, Wolf 3, Wiesen 2 und ein Bär, okay.
So. Heißt, ich muss die, ich muss Wölfe jagen. Drei Wölfe muss ich jagen. Das wird mir nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Wölfe nicht. Die ist mir okay, ja. Da bin ich Chloroform. Kein Problem. Wir werden ein riesengroßes Feld anlegen, na, damit für Weizen. Kann ich ja wieder abreißen, schütte nicht. Mach ich ein Feld, wo wir aber den ganzen Dünger dann haben. Und früher, ich will ja diese Landwirtschaftspunkte bekommen. Und wenn ich denke mal, wenn ich denn so ein großes Feld anlege und da ganz schön viel haben will. Hallo? Die jagen wird schwerer, ne? Weil es kommt nicht zu mir. Ja, ich muss jetzt mit dem Speer machen wieder. Kein Problem. Hol mir schnell einen Baum um, da habe ich ein paar Speere. Ist das jetzt der Roadier oder ist das die? Der, was da jetzt gerade weggelaufen ist von mir. Naja. So, ich will ja sowieso bloß Fertilizer holen. Ein paar Kilo. Das ist jetzt erstmal die erste große Aufgabe, die ich hier habe. Dann gucken wir mal nach, ob wir schon wieder Bohnen kriegen. Uah. So. Kommt es da einfach hinter mir in der Herrand? Oh, was? Gut. Muss sie es töten, ne? Neues Level im Bereich Jagd erreicht, okay. Noch irgendwo ein Steinpfeil oder so. Noch so ein Vieh in die Wand. Mann, ich muss die Viecher muss ich nicht töten. Hier nicht mal auch so dumm sein und einfach so auf mich drauf zugelaufen kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Pfeile ich noch habe. So. Ah. Aufwärmen. Die ganze Jagd ist mir kalt geworden. Gut, jetzt habe ich jetzt hier 4 Wildschweine gejagt. Naja, immerhin haben wir wieder ein bisschen Fleisch gekriegt. Habe ich auch noch wieder was gejagt. Weiß ich nicht, ob ich das so machen wollte, aber das hat passiert. So, jetzt habe ich natürlich mein Gewichtlimit erstmal wieder ein bisschen. Naja. Gut, ich glaube, 40 mal Dünger kriege ich mit. Steht er hier? Mathilda steht hier. Ja, ja, sehr gut. Was sind der andere Vogel, die ich immer, wovon ich den immer das. Ja, hier kriege ich.
Bin auf dem Acker draußen. Und irgendeinem habe ich doch immer dieses. Dagobert. Genau, da wollte ich hin. Hallo Dagobert. Hallo Dagobert. Zeig mir mal deine Waren. Ich brauche mal Fertilizer. Und da kaufe ich mal 20 Kilo von, also 40 Stück. Akzeptieren. So. Ich nehme dir auch noch mal 10 Kohlsamen ab und 10 rote Betesamen. Dann habe ich da jeweils 16 von, dann ist das auch schon mal ganz gut. So. Hast du einen Moment Zeit? Letzter Zeit irgendwie das Gerede gehört? Nicht wirklich, ne. Naja. Hast du einen Moment Zeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Okay, das fand's jetzt nicht so cool. Egal. So. Wer bist du hier? Du bist. Doch. Hast du einen Moment Zeit für mich? Wie ist die letzte Zeit der Gang? Auch das gefällt dir. Hinten rennen dir rum. Bin in letzter Zeit in die Jagd gegangen. Kannst mir nicht helfen, ne? Okay, das. So. Also ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt noch jemanden dazu zu holen, den man dann quasi. Guck mal, hier ist eine Scheune direkt, okay. Kann ich eigentlich hier auch craften, wenn ich in der Scheune bin? Okay. Eine Fremdscheune kann ich nicht craften. Kann ich nur durchgehen. Gut, wen haben wir denn hier alles sitzen? Da sehe ich dann auch gleich, was die können. Ah. Ich weiß noch nicht, ob die leveln oder so. Gut, ach, ich habe was in der Jagd erhalten, ne? Da muss ich auch mal gucken. Bei Fertigkeiten Jagd. Jagdwissen kann ich denn erhöhen. Bogenschütze. Beide Bolzen haben 10% geringere Chance zu brechen. Ah, okay. Fährtenleser. Verfolge Tiere in Inspektionsmodus. Oh, das möchte ich haben. Das möchte ich haben. So, damit ich sehe, wo Tiere sind. Ne? Wenn ich jetzt vor Alt drücke, dann kann ich, glaube ich, irgendwo sehen, dass da Tiere sind. Nein, wenn welche in der Nähe wären. Gut. Okay. Hier mal keine Schmiede in dem Dorf, ne? Ich sehe jedenfalls keine. Das heißt also, hier ist auch kein Schmied unterwegs. Der irgendwie in irgendeiner Weise mir eine Pickaxe verkaufen kann. Naja, gut, okay. So, was haben wir denn hier? Alice haben wir hier. Alice ist. Okay. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Oh, das hat ja mal gleich 12 Zustimmungen gebracht. Möchte dir was sagen, junge Frau? Wie ist dir in letzter Zeit ergangen? Naja, immerhin. Möchte etwas sagen. Na gut, das war ein bisschen verfrüht, ne? Gut, okay. Du hast du einen Moment Zeit, dieses Gerede gehört? Nein. Ah, okay. Einen Moment Zeit. Kürzlich Jagd eingestiegen. Kannst du mir was erzählen? Nein. Naja, das ist aber auch kurz angebunden. Naja, gut. So. Du. Hast du etwas Zeit für mich? Ich hoffe, bei der Arbeit geht's dir gut. Hm. Ah. So. Oh, du. Oh, du hast schon sehr viel Zustimmung. Dich kann ich also quasi auch schon mit in mein Dorf holen. Dann wird es schwierig mit dem. Achso, es wird auch schwierig mit dem Haus, ne? Na gut. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist dir in letzter Zeit ergangen? Das findest du schon mal gut. Ich möchte dir was sagen, schöne Frau, meine Dame. Komm nicht umhin, deine wohlgeformte Figur zu loben. War nicht so. Okay, da möchten sie jetzt erstmal nichts von hören. Hast du einen Moment Zeit? Ja, das klingt alles scheiße. Okay, über Adlige muss auch nicht quatschen, aber das ist nicht so wichtig. Na gut, also man darf nicht zu früh an die Figur. Dann werden sie pissig. Na ja, gut. Hm. So. Jetzt habe ich keinen Strom mehr bei. Also wenn mir die Fackel ausgeht, dann wird es echt schwierig. Dann packen wir sie erstmal weg. So, dann gucken wir mal, bis es uns wieder kalt wird. Lachende Füchse haben wir hier. Ich muss jetzt erstmal in mein Dorf zurück. Hier mal durch den direkten Wald, durch den direkten Weg. Und wenn er mir sagt, dass es mir zu kalt ist, dann poppe ich die Fackel erstmal wieder raus, aber
Ja, Dia wollte ich eigentlich jagen, habe ich nicht gekriegt. Aber was ich gekriegt habe, ist auf jeden Fall schon mal den Material oder den Dünger, dass ich ein größeres Feld anlegen kann. Feld kann ich ja schon mal anlegen. Da kann ich auch ein 40er Feld machen und dann habe ich den Dünger dafür und dann habe ich den anderen Dünger noch für die anderen Sachen, wo ich es eigentlich haben wollte. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann regelmäßig immer Dung kaufen. Halt gemacht. Oh, mich der Hase erschrocken hier aber gerade. So. Also kommen wir sogar hier an der Brücke an wieder. Ein Schlückchen. Ich weiß gar nicht, wo man sich Tee machen kann. Andere heiße Getränke. Der Visier. So. Haben Sie außer Bier noch andere lauwarme Getränke hier? Aber. Alter, also der Athlet ist schon mal nicht schlecht. Also ich hoffe, dass wir auch noch ein bisschen weiter kommen. Wenn ich was dafür legen muss, aber das kriegen wir auch hin. Dürfte die mal die auch nicht kalt werden, wenn ich die ganze Zeit mit ihm laufe. Würde mich nicht wundern, wenn. So, dann müssen wir mal kurz jetzt ins Lager gucken, wie viel Brenn oder wie viel Rundholz da ins Lager jetzt angekommen ist. Wir haben hier jetzt den Fertilizer. Wir haben noch ein bisschen Fleisch, wir haben noch ein bisschen Leder mitgebracht. Beim Leder müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht eventuell was draus machen können. Ich weiß nicht, ob ich die Taschen teuer verkaufen kann. So eine Tasche, das weiß ich gar nicht. Es lohnt, da Taschen draus zu machen. Da drüben nicht wild. In der Richtung war ich noch nie unterwegs, da drüben, auf der anderen Seite von dem See. Naja. Müssen wir auch unbedingt mal hingucken. So, dann gehen wir hier erstmal in die Nähstube. Machen jetzt mal die Truhe auf. Da ist noch Leder drin. So, okay. Dann haben wir hier Federn. Dann habe ich 17 Stück. Mal reinlegen. So, dann haben wir Leder 8. Auch da reinlegen. So, dann gehen wir in unsere Scheune. Enge. So. Dann gehen wir in unsere Scheune und legen da noch ein bisschen was rein. Dann ist eigentlich die Folge auch schon wieder zu Ende. Ach Mensch, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Das ist einfach viel zu schnell immer, ne? So, dann haben wir ja alleine 50 Kilo Fertilizer hier drin liegen. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir noch Kohlsamen, rote Betesamen. Auch ganz gut. Mein 16er Feld davon machen jeweils. Das ist schon, naja. Das werden wir nachher die anderen Felder, also die Felder, die da draußen sind, die werden noch ein paar Mal umgebaut werden, garantiert. So, Fleisch lege ich hier nicht rein. Das lege ich in die Nahrungsmitteltruhe. Und dann gucken wir noch mal. Da schwingt sogar gerade die Tür hier von der Jöte. Ist die da gerade reingegangen? Drin? Hallo? Hallo? Was ist jetzt denn? Und mit denen reden wir so auch schwer, ne? Also wenn du die immer hier auf dem Hof hast, da mal dran zu kommen und mit denen mal zu quatschen, so nach dem Motto, so hallo, wie geht's und so. Gar nicht so einfach. Oder stehen die jetzt im Haus drin hier abends dann? Genau. So, ne, hier wollte ich ja gar nicht hin. Irre schon wieder durch die Gegend. Aber Folge schon wieder zu Ende. Ah! Hm. So, Rundholz hat sie 3 Stück mitgebracht. Das ist ja echt. Die bringt ja absolut kein Rundholz, ne? 3 Rundholz. Bei dem Verbrauch. Wir kriegen 12 dazu, dann haben wir 31. Also das, ja, das ist noch nicht so ausgereift. So, was habe ich denn noch in der Tasche, was ich nicht mehr in der Tasche brauche? Ach so, ja, Fleisch in die Nahrungsmittelkiste wollte ich packen. Und dann holen wir uns noch ein paar. Dann müssen wir noch selber ein bisschen Rundholz holen. So. Ruhe. Puh. 47 mal Fleisch. Da was dazugekommen? 22 plus 16 sind nicht 47, ne? Also die muss ein bisschen was gemacht haben. Naja gut, Röhrenpilz haben wir 10, rote Beete haben wir noch eine. Rotten. Wie sieht es bei mir aus mit dem Essen? Okay, da kann ich jetzt mir auch erstmal noch eine Suppen reinpfeifen hier. Ein 35er. 130er würde ich sagen. Gehen rein in den Kopf. Sind wir wieder gut beieinander.
So, dann nehmen wir jetzt die Steinaxt raus. Dass sie bloß 3 Holz am Tag da besorgt, finde ich, das ist ein bisschen wenig, ne? Wie ist das, geht die an die Truhe und legt die das denn hier aus und dann... War die hier in der Truhe? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt mehr als 3 Grundholz da hinten habe. Oder ob die mir jetzt über Stöcke gebrannt haben. Vielleicht kann ich das aber nicht tragen oder so. Momentan mal untersuchen wir hier. Haben wir jetzt hier 4 Rundholz? Ne, 3 Rundholz, 49 Stöcke. Genau. 24 Brennholz. Gut, also ich gehe jetzt nochmal los, werden wir ein bisschen Rundholz besorgen. Ein bisschen schmutzig, ja, das kennen wir auch. Müssen wir wieder waschen. Wasser stellen. An den Zuber gehen. So. Also das ist mir noch nicht so ganz. Vielleicht braucht man da auch doch denn, dass man das ein Mann macht oder so. Ist das doch unterschiedlich, wenn das eine Frau oder wenn das ein Mann macht? Kann ja möglich sein, ne? Problem ist, dass ich jetzt bei der Jagd natürlich gar keinen. Also ich muss da oben drüber in mein Jagdgebiet mal gehen. Noch eine. Ich weiß ja auch nicht, ob sie das Rundholz erst nehmen als Treibstoff oder so. Oder ob sie dann andere Sachen erstmal nehmen. Wissen das, wenn man zu schmutzig ist, wird man dann da auch krank von? Und früher ist ja die ganze Feldarbeit, ne? Was ist denn das? Irgendwie bin ich nicht so ganz rumgekommen mit dem, was ich alles schaffen wollte. Oh, ich habe 2 Einwohner. Hm? Das habe ich schon mal geschafft. So, wie viel Gewicht habe ich jetzt? 8 Kilo gehen noch. So eine Fichte. Und so 7,5 Kilo. Muss ich ganz knapp über ihm sein. Geh dann rum. Geh dann sammelt sich auch nicht ein, ne? Ist mir schon so eine Marke, du. Unsere Holzfällerin. Recht vertraue ich der ganzen Sache. Noch Federn. Auch keine Viecher. So. Achso, das hätte ich jetzt mal probieren können, ne? Wenn ich dann da jetzt, wo die Hasen da waren, da hätte ich jetzt mal ganz kurz gucken können, ob da man die Hasen dann sieht auf dem Radar. So, gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Rundholz geholt. Da werden wir zu Teilen wieder Brennholz draus machen erstmal und dann werden wir mal gucken. Also wenn ich jetzt dafür da bin, dass ich Brennholz besorge... Oh Gott, nein, wir haben 38 Minuten. Also dann, bis in die nächste Folge. Tschüss.